Bei den Jägern hat die Zukunft schon begonnen. Im Flachgau wollen sie jetzt Drohnen einsetzen. Nicht zur Jagd, sondern um Jungwild zu retten. Denn hunderte Rehkitze kommen unter die Mähmaschinen. Alleine im Flachgau werden jedes Jahr Frühjahr 200 tote Kitze gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Auch junge Feldhasen und das Gelege von Bodenbrütern werden häufig Opfer der scharfen Klingen, berichtet Uli Wolf. Mitte bis Ende Mai kommen die Rehkitze zur Welt. Und um sie vor Feinden zu schützen, werden sie von ihren Müttern vorzugsweise in Wiesen versteckt. Die Sonneneinstrahlung ist im Gras meistens besser wie im Wald drin. Und sie liegen natürlich das Kitzel dahin, wo es am wärmen ist. Und naja, dadurch liegt halt ein großer Teil auch in die Wiesen heraus. Das Problem, Kitze haben in den ersten Lebenswochen keinen Fluchtreflex, ducken sich bei Gefahr noch mehr in den Boden und werden damit häufig Opfer von Mähmaschinen. Bisher haben Jäger auf vielfältige Weise versucht, die Kitze zu retten. Nun setzt man große Hoffnung in die Hightech-Bambi-Warnung aus der Luft. Durch die Umstrukturierung der Landwirtschaft, das heißt, die kleinen Betriebe hören auf und die Flächen kommen bei den anderen dazu. Das heißt nichts anderes, als dass die Maschinen größer werden. Und naja, da ist natürlich die Problematik mit der Mahnung noch viel größer. Und dem möchte man natürlich mit solchen Sachen entgegenwirken. Zahlreiche Jäger aus dem Flachgau und dem angrenzenden Innviertel haben sich heute die Vorzüge der Drohne bei der Jungwildsuche vorführen lassen. Ausgestattet ist der Oktokopter mit einer hochsensiblen Wärmebildkamera. Wir fliegen in einer Höhe von ca. 30 bis 50 Meter über Grund, über die Grundstücksfläche oder die Fläche, die beflogen werden soll. Sobald wir einen Wärmehotspot gefunden haben, bleiben wir mit der Drohne kurz stehen, schalten auf das normale Videobild um. Dann können wir erkennen, ob das ein Tier ist oder sonstiger Gegenstand, der erwärmt wurde. Wenn die Drohne tatsächlich ein Rehkitz aufgespürt hat, kann es von den Jägern aus der Wiese geborgen werden. Dann nimmt man eine Schiebe groß. Nimmt es mit dem Gras in die Hand und tut es am besten in eine Kiste rein. Und verstaut es da, bis die Wiesen gemäht ist und lässt es dann wieder aus. Nun soll getestet werden, wie viele Rehkitze man durch die Drohne vor dem Mähtod retten kann.